Seit Mittwochmorgen besteht kein Kontakt mehr zur USS South Dakota. So ein NATO-Sprecher auf einer Pressekonferenz in Bodel. Rund die Hälfte des in Frage kommenden Gebiets sei bereits abgesucht worden. Es könnte ein Problem mit der Stromversorgung geben, fügte der Sprecher hinzu. In diesem Fall sieht das Protokoll der Marine das Auftauchen des U-Bootes an die Oberfläche vor. Normalerweise muss das U-Boot alle 48 Stunden seine Position durchgeben. Schlechte Sicht- und Wetterverhältnisse mit 6 Meter hohen Wellen erschweren die Suchaktion, an deren Flugzeuge und Schiffe der NATO Task Force Aurora Borealis beteiligt sind. An die Piloten der First Glory Wings. Finden Sie das U-Boot und bringen Sie unsere Männer wohlbehalten wieder nach Hause. Wir zählen auf Sie.